es vergeht kein Tag, ohne dass ich nicht dankbar bin und denke, so ein Geschenk, das kann man sich nicht vorstellen, wie das ist. Aber es ist wunderschön. Ich hatte als kleines Kind schon immer Probleme mit dem Essen. Das eine oder andere habe ich nicht verdreht. Ich habe Ausschläge gekriegt und es ist mir oft schlecht gewesen. Und oft hatte ich Magenverstimmung, hat es damals geheißen. Es hat sich dann ein bisschen ausgewachsen und als ich dann älter geworden bin, so mit 23, 30, hatte ich wieder eine Phase, wo ich nicht viel verdreht habe im Essen. Dann habe ich Diät gemacht und es ist irgendwie wieder gegangen. Mit 40 ist es dann schlimm geworden und bin dann zum Arzt und der hat gesehen, überall die besten Werte, es fehlt mir nichts und ich habe das Essen halt nicht wirklich gut verdreht. Dann habe ich eine andere Diät probiert und mit der bin ich dann wieder über die Runde gekommen und es ist gegangen, immer zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwas essen und dann nicht und dann schon. Es war sehr aufwendig. Ich habe das Essen so reduziert, dass es 3x3 Decker Reis war im Tag. Und ich habe es so abgewogen und habe das dann gekocht und habe das gegessen. Und wenn ich etwas anderes gegessen habe, war mir schlecht gewesen. Und zwar nicht nur kurz, sondern wirklich ein paar Tage bis zu einer Woche. Sie hat jahrelang das noch von Reis gelebt, Fett, überhaupt nichts verdreht. Das nötige Fett, was sie braucht, hat, haben wir ja über Tod eingerieben, weil es hat sie nicht verdreht. Sie hat Blähungen gekriegt, wenn sie etwas gegessen hat. Und wenn man mal vorgegangen ist, gegessen, das ist unmöglich gewesen. Wir haben das Süd mit mir. Und es war jedes Mal eine Tortur. Mein Mann hat dann gedrängt, dass ich zum Arzt gehe. Ich wollte nicht gehen. Da seht ihr, das fällt da nichts. Bin dann doch gegangen und dann hat er, ja, es waren wirklich überall sehr gute Werte, bis auf einen kleinen Wert. Und ich war dann echt froh, dass man irgendwas gefunden hat, weil das immer nur höre, ja, du bildest das nur ein oder das ist halt als Erster, geht es dir auch gut. Und ich bin dann wirklich auf 37 Kilo abgemagert. Ich habe es dann wieder geschafft, mit einem Heilpraktiker wieder ein bisschen mehr Gewicht zu kriegen. Und damals habe ich das erste Mal vom Freundeskreis gehört. Eine gute Bekannte hat mir Flyer gebracht und in Laden ich auch Prospekte vom Film. Und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, na ja, was wird das schon helfen? Und wer weiß, ob das nicht irgendwas Komisches ist. Und ich habe sowieso nur geglaubt, dass man mir helfen kann. Das war für mich, ich bin mit dem irgendwie zu Gang gekommen. Dann hat es wieder ganz eine strenge Phase gegeben im Leben, wir haben, oder im Geschäft. Wir haben die Kasse umgestellt und ich habe ja, nie auf mich Rücksicht genommen. Das habe ich einfach, mein Kopf ist sehr stark gewesen, der ist über den Körper hinweg. Und ich habe halt sehr viel geschafft, da in der Nacht dann wieder, weil ich das Gefühl hatte, es geht nicht anders. Und dann ist mir aber dann so schlecht gegangen, dass ich oft in der Nacht gedacht habe, ganz viel mal, am nächsten Morgen lebe ich jetzt eh um. Es ist mir so schlecht gegangen. Und dann ist wieder die Freundin, damals war es eine Freundin, hat mir geholfen, also im Haushalt dann ein bisschen. Und dann hat sie mal zu ihm gesagt, ja, schau mal, es wäre jetzt gerade eine Einführung für Bruno Gröning Freundeskreis. Und eine gute Bekannte, wo sie gehört und wo ich flüchtig damals kennt habe, die macht das. Da haben wir es überlegt und haben gedacht, ja, die sind eigentlich beide ganz normal. Es kann vielleicht nicht so schlimm sein, da gehe mal schauen. Es war wirklich ein Strohhalm für mich. Ja, und dann sind wir gegangen. Also, mein Mann ist auch mit. Und wenn wir da mal nachgekommen sind,
da ist das so ein Kurzfilm gewesen, und das hat mir ganz gut gefallen, nachdem ich immer schon mit der Natur verbunden gewesen bin. Weil ich immer gesehen habe, Gott ist das Leben, und genau das Gleiche hat der Bruno auch gesehen. Auch als ich in den Raum reingekommen bin, es war wie nach Hause gekommen. Es war wirklich ein unglaublich gutes Gefühl, habe ich dort gehabt. Und ja, ich bin drin gesessen und es ist mir heiß und kalt geworden. Und irgendwann gegen Schluss bin ich ohnmächtig geworden und bin am Boden gerutscht. Und wo wir dann in der Stunde gewesen sind, ist sie dann umgeflogen, vom Stuhl runtergeflogen, ist er ganz schlecht gewesen, und interessanterweise haben wir beide keine Angst gehabt. Und ja, das war dann ganz erstaunlich. Ich bin dann doch, irgendwie habe ich gemerkt, was ist, und ich bin wie in der Schleuder gewesen, einmal ganz, ganz schnell rechts rum, dann ganz, ganz schnell links rum. Und mich hat man dann gefragt, ob ein Arzt kommen soll, aber ich hatte überhaupt keine Angst gehabt. Ich hatte so ein gutes Gefühl gehabt. Am Heimfahren habe ich dann gebrochen. Daheim habe ich auch noch einmal gebrochen. Es hat sich gereinigt. Am nächsten Tag bin ich dann auf dem Kanapee gelegen. Dann ist jemand gekommen, eine Mitarbeiterin, und hat sich gesagt, mein Gertrud, schaust du schlecht aus. So schlecht hast du noch nie ausgeschaut. Und ich habe gesagt, aber nicht mehr lang. Ich war so überzeugt, dass ich jetzt gesund werde. Und ich bin gesund geworden. Und am nächsten Tag ist es dann ganz langsam immer besser geworden und immer besser geworden. Und nach einiger Zeit, das ist schon Monate gegangen, hat sie dann können wirklich die erste Schwarzwälder Kuchen essen. Und das war für uns ein Erlebnis, das kann man sich nicht vorstellen. Und die erste Schwarzwälder, die ich gegessen habe, war wirklich ein Fest. Weil früher hat es immer geheißen, wenn die Nerven dann so blank waren, habe ich gesehen, das hat sich so in Schwarzwälder ausgedrückt. Drei Schwarzwälder und drei Kilo Schlagraum dazu. Das hat dann so der Pegel von meinen Nerven angedeutet. Und ja, das erste, das war für uns alle, für die ganze Familie, war das ein Fest, dass ich jetzt ein Stückchen Kuchen essen kann, Schwarzwälder mit Schlagraum und Zucker und allem, was ich nicht essen konnte. Und ja, es ist unglaublich gewesen. Und ich bin jeden Tag bin ich wirklich dankbar, von Herzen dankbar, wenn ich den Teller anschaue, dass ich das essen kann. Also es vergeht kein Tag, ohne dass ich nicht dankbar bin und denke, so ein Geschenk, das kann man sich nicht vorstellen, wie das ist. Aber es ist wunderschön.